Für unseren zweiten Teil heute möchte ich das Gleichnis von den Schwimmenden nochmal aufgreifen und da drei verschiedene Beispiele nennen, denn in Bezug auf diese Menschen, die da auf dem Wasser sich bewegen, werden ganz unterschiedliche Schicksale beschrieben. Sieben insgesamt, ich will drei Extreme darstellen. Das ist einmal das negative Extrem, und da schwimmt jemand eine Weile und dann geht er oder sie unter, bleibt unter Wasser. Das heißt, dass jemand nachlässt in seinen Anstrengungen, nachlässt in seinem guten Verhalten, nachlässt in seinen positiven Eigenschaften und damit negative Eigenschaften entfaltet und sich in den schmerzlichen Daseinsabgründen verliert. Also ist der Weg nach unten. Das zweite Beispiel, das ist das ganz andere. Da erreicht jemand das feste Ufer, kommt an Land, steht auf Land, ist völlig gesichert. Und das ist jemand, der vorher mit kräftigen Stößen sich auf das Land zubewegt hat, sprich die positiven Eigenschaften in sich gemehrt hat, also nicht nachgelassen hat in den Anstrengungen und das entsprechende Ergebnis danach hat. Und das dritte Beispiel, das ist das, worauf sich jetzt unsere Stunde bezieht. Da ist jemand, der schwimmt und schwimmt und einmal gelingt es, aus welchen Gründen auch immer, der kriegt den Kopf mal völlig hoch, guckt sich um, orientiert sich und sieht das erste Mal in seinem Leben festes Land. Er sieht die Küste. Das heißt, er hat das erste Mal in seiner gesamten Existenz eine Erfahrung, die sein Leben völlig verändert. Weil er von da an nämlich eine ganz andere, neue Orientierung hat. Und diese Orientierung ist es, die ihm überhaupt den Schub gibt, etwas zu tun, überhaupt eine andere Zielrichtung dem Leben gibt. Und er hat damit die Möglichkeit, seine Existenz quasi auszuhebeln oder auf den Kopf zu stellen. Und das ist das folgenschwerste Ereignis, das es in der Existenz überhaupt geben kann. Und es taucht immer nur einmal auf. Und glücklich soll der sein, der das hat, dieses Erlebnis. Und dafür gibt es im Pali einen besonderen Ausdruck. Das ist die Sotapatti. Dieser Vorgang ist die Sotapatti. Und derjenige, der diesen Blick hat, oder diejenige, wird Sotapanna genannt. So, und nun ist es, wie es bei Übersetzungen ist, es gibt immer unterschiedliche Übersetzungen und beide haben im Pali auch ihre Berechtigung. Ja? Das ist einmal von Sota die Rede, das kann sein das Ohr. Und Sota kann auch heißen der Strom, der Fluss, ja, also dieses Prozesshafte. Apacheti heißt erlangen, etwas bekommen, sozusagen eintreten in. Und da hat man die beiden Alternativen. Der die Küste sieht, ist jemand, der in den Strom eingetreten ist, der zur Befreiung hinführt. Oder der das Richtige gehört hat, um den Weg zur Befreiung zu gehen. Wie auch immer man es versteht, es ist immer das Richtige. Ja? Weil diese Veränderung im Leben so drastisch ist und diese Veränderung immer bedeutet, von nun an geht die Entfaltung in Richtung der völligen Befreiung. Also hier gibt es eine Doppeldeutigkeit des Wortes, die auch mal nützlich sein kann. Und die Frage, die ich jetzt erörtern möchte mit euch, ist, was sind denn die spezifischen Eigenschaften eines Menschen, der diesen einmaligen Umkehrungsvorgang in seinem Leben erfahren hat, der also das erste Mal überhaupt das rettende Ufer gesehen hat, was bisher vollkommen unbekannt war. Und da kann man zunächst mal zwei Haupteigenschaften nennen. Der Betreffende hat, und das ist der entscheidende Punkt, wenigstens einmal kurz das Wesen der Existenz im Tiefsten durchschaut. Ihm ist, wie es in den Texten immer so schön heißt, das Auge der Wahrheit aufgegangen. Und das bedeutet zweitens, das ist eigentlich nur die Kehrseite, dass er die Wandelbarkeit und die Bedingtheit aller Phänomene intuitiv erfasst hat, anschaulich gesehen hat. Es ist alles bedingt, es ist alles im Fluss. Mit anderen Worten,
Die Eigenschaft aller Phänomene, die der Buddha Anicca nennt, Wandelbarkeit, Unbeständigkeit, Vergänglichkeit, das ist ihm das erste Mal völlig deutlich vor Augen getreten. Da gibt es eine schöne Formulierung im Kanon, die ich euch vorlesen möchte. Das ist ein Beispiel von Upali, einem Gesprächspartner des Buddha, von dem es dann so heißt in dieser Situation: Gleich wie etwa ein reines Kleid, von Flecken gesäubert, vollkommen die Färbung annehmen mag, ebenso auch ging der Upali dem Hausvater, während er da noch saß, das abgeklärte, abgespülte Auge der Wahrheit auf. Was irgend auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Dieser Augenblick hat Upali von einem normalen Hausvater, von einem Allerwelts Hausvater, der an Buddha interessiert war, an seinen Lehren interessiert war, zu einem Stromeintretenden gemacht. Er ist zu einem Dittisampanno geworden, zu einem, der die richtige Anschauung hat, der die richtige Sichtweise der Realität hat. Und das kann man konkretisieren. Der Buddha hat es an vielen Stellen getan. Und er hat formuliert, dass jemand, der diesen Prozess oder in diesen Prozess eingetreten ist, eine ganz fundamentale geistige Operation hinter sich gebracht hat. Er hat nämlich die 3 ersten von 10 Fesseln, die ihn und uns an Samsara binden, durchschnitten. Diese Fesseln sind geistige Fesseln, denn ich sagte ja, ein Sotapan wird man dadurch, dass man die Wirklichkeit einmal ganz, ganz tief durchschaut. Und das ist ja etwas, was den Geist radikal verändert. So, und was sind diese 3 Fesseln, die jetzt durchschnitten sind? Die erste Fessel ist, dass mit diesem Anblick der Irrglaube, da sei ein Ich an sich, da sei eine Welt an sich, aufgehoben ist. Also der Glaube an Ich und Welt im Sinne, die existieren an sich, die haben eine eigene Existenz. Dieser Glaube, dieser Irrglaube ist aufgehoben in dem Moment. Das zweite ist, dass das, was uns alle umtreibt, diese grundlegende Daseinssorge, diese Ungeborgenheit in der Existenz, dieses nicht sich zu Hause fühlen, das sich nicht sicher fühlen. Das Heimatlossein in der Welt ist in diesem Moment aufgehoben. Oder was manchmal auch gesagt wird, der Zweifel, der existenzielle Zweifel ist nicht mehr da in diesem Moment. Und das Dritte, dass sich derjenige, der das sieht, dass kein Phänomen uns wirklich Halt bietet, dass nichts in der Welt uns wirklich befriedigen kann, sozusagen nichts uns Sicherheit bietet, der sieht, dass es sich dann auch nicht wirklich lohnt, durch irgendwelches Verhalten in dieser Welt zu versuchen, Sicherheit oder Befriedigung oder Freiheit zu erlangen. Also das, was der normale Mensch tut, die Welt beeinflussen, verändern, gestalten, im Sinne, mach mich doch glücklich, liebe Welt, gibt jemand auf, weil er sieht, da ist nichts zu holen, da ist kein Halt, da ist nichts Substanzhaftes. Und jetzt will ich mal aus dieser Lehrrede von den Schwimmern auch zitieren. Das ist übrigens Anguttara 7,15, wo der Erwachte jetzt schildert, welchen Erlebenshintergrund ein Stromeingetretener hat. Und er fragt, wie aber, ihr Mönche, taucht ein Mensch auf, schaut sich um, orientiert sich und erkennt die Küste? Da taucht ihr Mönche in einem Menschen die Ansicht auf. Gut ist Vertrauen zu einem rechten Lebenswandel. Gut sind Scham und Scheu gegenüber Üblem und Tatkraft und Weisheit in der Durchführung des Rechten. Und nach der Aufhebung der 3 Verstrickungen ist er in die Heilsanziehung gelangt, ein Stromeintretender geworden, und er wird sich dem Verderben entronnen, unaufhaltsam zur vollen Erwachung entwickeln. So, ihr Mönche, taucht ein Mensch auf, schaut sich um, orientiert sich
und erkennt die Küste. Das feste Land sehen, und das ist ja das zentrale Bild in dieser Aussage, heißt, eine bestimmte Sicherheit für die Zukunft zu haben. Also zu wissen, ich schwimme noch, ja, ich muss wahrscheinlich auch eine ganze Weile noch rudern und paddeln und mich anstrengen, aber ich habe jetzt erst einmal eine Alternative gesehen. Es gibt etwas anderes, als ich bisher glaubte und als ich bisher erfahren habe. Auf Deutsch, die endgültige Leidensbeendigung kommt in Sicht, ja, Bild die Küste. Der anfanglose Daseinskreislauf bisher, denn unsere Existenz ist ja anfanglos, zeigt jetzt zumindest ein sichtbares, potenzielles Ende. Und der Erwachte sagt ja, dass es noch maximal 7 Leben, 7 Wiedergeburten bedarf, um diese Küste auch zu erreichen und um dann auf festem Boden zu stehen. In die Heilsströmung eingetreten zu sein, heißt, dass dieser Strom uns auch dahin trägt. Ja? Es ist sozusagen eine Sicherheit, die damit gegeben ist. Wir sind insofern gerettet, als wir nicht mehr, wie die anderen, von denen ich vorhin sprach, untergehen können, selbst wenn wir noch paddeln müssen. Die Heilsströmung betreten haben, heißt, den edlen achtfachen Pfad beschritten zu haben. Und nur der hat den edlen achtfachen Pfad wirklich aufgenommen, der in dieser Heilsströmung ist. Nicht der sich auf diesen Gebieten sozusagen übt und da versucht, sondern nur der Sutapan ist eigentlich der, der diese Strömung erreicht hat. Oder anders formuliert, in Bezug auf unsere 5 Heilskräfte, die heute Morgen ja schon besprochen worden sind. Jemand, der in die Heilsströmung eingetreten ist, der ist jemand, der über diese 5 verfügt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in mir nachgucke, habe ich diese 5 Heilskräfte, ah ja, da sind sie, also bewege ich mich auf diesen Stromeintritt zu, sondern es ist umgekehrt, dieser Stromeintritt, dieser existenzielle Umschlag, der zeigt, jetzt sind in dir diese Heilsfähigkeiten sozusagen erwacht. Und macht jetzt aus ihnen Kräfte. Jetzt ein paar weitere Eigenschaften. Also Sotapan, um das nochmal zusammenzufassen, ist jemand, der einmal wenigstens schlagartig, blitzartig in die Tiefen der Existenz hineinschaut und sieht, alles ist vergänglich, alles ist letztlich unbefriedigend, unzulänglich und nirgendwo ist Substanz, nirgendwo ist ein Ich oder eine Welt an sich. Aber dieser Mann oder diese Frau haben noch andere Eigenschaften, die ich jetzt mal aufzählen will. Da heißt es einmal, dass ein künftiges Wiedererscheinen nie mehr unterhalb des Menschentums möglich ist. Und das ist schon mal eine Beruhigung, ja, wenn man sich die samsarische Vielfalt von Erlebensmöglichkeiten vorstellt. Und auch weiß, dass man sehr tief unterhalb von menschlichen Verhältnissen rutschen kann. Da ist es schon mal beruhigend zu wissen, es kann nur entweder bleiben, menschliche Ebene, oder es kann in andere höhere Sphären hineingehen. Mit anderen Worten, das, was man Höllenbereich, Tierreich oder den Bereich der Hungergeister, der Gespenster nennt, diese Erlebensformen sind künftig ausgeschlossen. Die können nicht mehr auf. Warum? Weil in einem solchen Menschen die Triebkräfte, die inneren Kräfte, die dahin führen könnten, nicht mehr vorhanden sind. Also insofern soweit schon geläutert, dass es keine Tendenzen mehr gibt, die so gravierend negativ sind, dass sie in unsere Daseinsbereiche führen. Da wird genannt, dass 5 Handlungen nicht mehr möglich sind. Man kann Vater und Mutter nicht mehr töten, man kann keinen Heiligen mehr töten, keinen Buddha mehr verletzen und auch nicht mehr den Orden spalten. Das sind nämlich, heißt es an anderer Stelle, die gravierendsten, schlimmsten, übelsten Taten, die man begehen kann, deren Folge unmittelbar das Wiedererscheinen in einer höllischen Existenz bedeutet. Und da diese Taten nicht mehr stattfinden können, sind ausgeschlossen, und damit sind auch die Folgeerscheinungen ausgeschlossen. Jetzt aber Achtung, man sollte jetzt nicht glauben, dass jemand, der ein Sotapan ist, keine weltlichen Interessen mehr hätte. Heute Vormittag ist das mal angeklungen. Also mit anderen Worten, wenn einer
ein Strom eingetretener ist, dann schwebt er nur noch durch Hamburg oder wo auch immer er oder sie lebt, hat immer nur ein heiliges Gesicht, aber ist nicht mehr interessiert an dem, was in dieser Anführungsstriche Welt passiert. Das ist definitiv nicht der Fall, denn ich sagte vorhin, ein Strom eingetretener zu werden, bedeutet eine geistige Operation vorzunehmen. Das heißt, die Dinge anders sehen, realitätsgemäß sehen, was aber nicht bedeutet, dass das die ganze Ansammlung von Triebkräften, die in uns oder in allen Menschen ja da ist, dass die auf einmal aufgehoben wäre. Das ist ja nicht der Fall. Man sieht nur sein Verlangen vielleicht mit einem anderen Blick, aber dieses ganze Verlangen haben wollen, sein wollen oder auch Abwehr, Ärger, Zorn, also diese ganzen Emotionen, der Untergrund dieser ja, Gier, Hass und Verblendung, dieser ganze Untergrund ist ja noch nicht weg, der ist ja fast nicht verändert, nur der andere Blick ist da. Und deshalb darf man sich nicht wundern, dass ein Sotapan auch noch üble Dinge tun kann. Es ist keiner, der jetzt nur die Silas einhält. Ja, sondern Sotapan kann auch, ja, ich sag mal, so weit gehen, dass er in bestimmten Situationen sogar jemanden umbringt. Deshalb sagt er es nur dazu, damit man nicht ein falsches Bild von Menschen hat. Bloß weil die vielleicht noch ein bisschen seltsam sind, seltsames Verhalten an den Tag legen oder über die Stränge schlagen, dass man damit ausschließt, dass das jemand ist. Und umgekehrt, wenn einer lieb und nett ist, dann eher das Gefühl hat, nur das ist schon heiliger, obwohl in ihm noch ausgesprochen viel Verblendung sein kann. Aber wichtig ist in dem Falle, wenn man weltliche Anliegen hat, und die behält man eine ganze Weile noch, dass man sie letztlich doch unterordnet, geistig zumindest unterordnet, ja, unter dieses Ziel, das man jetzt mit der Küste das erste Mal gesehen hat. Also die geistigen Maßstäbe sind klar, ja, nur das innere Gewolle ist noch ein bisschen anders. Entscheidend ist in dem Zusammenhang auch, dass man den Buddha als die Leitfigur sieht. Ja, man kann keine zwei, drei Lehrer haben, die man in irgendeiner Weise gleichberechtigt empfindet. Sondern man sieht und erkennt, dass der Buddha in die Tiefe des Verstehens gedrungen ist und diese ganze Tiefe uns mitgeteilt hat und dass es darüber hinaus nichts gibt, was noch weiterführen könnte. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht auch noch andere Lehrer hat. Ja, auch Lehrer aus anderen Religionen unter Umständen, die ja auch viel Richtiges und Wichtiges sagen. Man ist nur nicht mehr im Zweifel, wer hat denn jetzt recht? Ja? Sondern der Buddha ist sozusagen hier der Nordstern, der Leitstern. Und alles, was man sonst noch an guten und richtigen Belehrungen hat, ist ergänzend, ist sozusagen ja auch unterstützend auf diesem Weg. Wichtig ist auch darzustellen, dass ein Sotapan ein besonderes Verhältnis zu den ethischen Regeln hat. Da komme ich nachher nochmal darauf zurück. Er ist, um das mal in der Formulierung des Kanon zu sagen, er ist den Tugenden, die den Edlen lieb sind, nachgefolgt. Wie gesagt, wir kommen darauf zurück. Aber ethisches Verhalten, moralische Kompetenz spielen für einen Sotapan eine größere Rolle als für den buddhistischen Otto-Normalverbraucher. Dann sei auch noch zu nennen, dass der Betreffende, die Betreffende ein anderes, leichteres Lebensgefühl hat. Ja? Nicht, dass da alle Sorgen, alle Ängste, alle ja, Unpässlichkeit des Lebens auf einmal weg wären, aber insgesamt ist doch ein existenzieller Stein von einem gefallen, weil, ja, bleibt bei dem Bild nochmal, man weiß, es gibt festes Land. Solange man schwimmt, ist man immer nur am Rudern und sich anstrengen, dass man nicht untergeht. Aber in dieser Situation sagt der Geist aus eigener Erfahrung, Mensch, es gibt die Sicherheit. Du musst dich anstrengen, dass du dahin kommst, ja, aber es gibt es. Irgendwann wirst du da sein. Und wie gesagt, nach 7 Existenzen spätestens heißt es, hat man die Füße auf dem Trockenen und kann sich abtrocknen und muss nie mehr in die Wellen zurück.
So, nur zur Unterscheidung noch, weil man kann ja alles in alle Einzelheiten auffäseln. Ich will nur eine Unterscheidung noch mal bringen, dass es auch bei den stromeingetretenen Lässige gibt, ja, und solche, die die Dinge noch ernster nehmen als ihre Sotapanna-Kollegen. Der Lässige gibt sich zufrieden mit den vier Grundeigenschaften, auf die ich noch eingehe. Sagt, oh ja, das reicht mir erst einmal, jetzt lehne ich mich mal ein bisschen zurück. Aber es gibt auch solche, die sich dann noch mehr anstrengen und halt ihren Weg noch schneller vorangehen. Das ist wie bei den Menschen, ja, bei den Menschen auf der Straße und überall genauso. Es gibt die und die. Ich will ein paar Worte des Buddha euch nochmal vortragen, um ein bisschen Gespür zu geben für das, über was ich gerade geredet habe. Versiegt habe ich die Hölle, versiegt den Schoß der Tierheit, versiegt das Gespensterreich, versiegt den Abweg, die üble Fährte, das Verderben. Hörer der Botschaft bin ich geworden, dem Verderben entronnen, eile zielbewusst der vollen Entwachung entgegen. Und das habe ich eben nicht gesagt, dass der Sotapan ein Ziel jetzt hat. Er ist selbstständig, er weiß, wo es lang geht und er weiß, wie man das Ziel erreicht. Dann ist eine Eigenschaft, er ist ohne Geiz. Da ist der edle Jünger dem Erwachten der Lehre der Jüngerschaft mit unbeirrbarer Klarheit nachgefolgt und er lebt im Hause, im Gemüte dem Übel des Geizes entgangen. Er spürt das Befreiende am Zurücktreten, hat offene Hände, hat Lust am Loslassen, ist offen für Bitten, hat Lust am Verteilen von Gaben. Also es ist eine andere Beziehung auch zu dem, was wir materielle, was wir dingliche Welt annehmen und was wir da erwarten. Da ist eine größere Leichtigkeit, man ist nicht fixiert auf das, man erwartet nicht zu sehr viel, sondern kann dann auch sagen, komm, ja, nehmt von dem, was ich habe. Gleich wie nun, ihr Mönche, jenes schwächliche Kälbchen die Strömung des Ganges durchkreuzt und heil ans andere Ufer gelangt. Ebenso nun auch, ihr Mönche, werden jene Mönche, die nach Vernichtung der drei Fesseln Hörer der Botschaft geworden, dem Verderben entronnen sind, zielbewusst der vollen Erwachung entgegeneilen, werden auch diese Strömung der Natur durchkreuzen und heil an das andere Ufer gelangen. Das ist ein etwas ausführlicheres Gleichnis, das der Buddha verwendet. Das andere Ufer, das ist die Sicherheit, das ist auch die Küste, ja? Und da bewegen sich nun verschiedene Tiere der Herde zu. Am Anfang sind es die starken Stiere, die leicht rüberschwimmen. Und am Ende ist es das Kalb. Ja, das ist der Stromeingetretene. Sozusagen noch schwächlich. Ihr seht an dem Beispiel, ein Kälbchen ist noch nicht wirklich stark und gefestigt, sondern das hat noch Schwierigkeiten. Aber es heißt auch von diesem Kalb, es wird das andere Ufer erreichen. Mit mehr Mühe als die Starken und Großen. Aber auch für das Kalb gilt, dass es gesichert ist. Jetzt wäre die Frage zu stellen, kann man denn einen Sotapan erkennen? Welche Möglichkeiten gibt es denn zu prüfen oder sich klarzumachen, wer welchen Status hat? Und offensichtlich war das auch in den Köpfen des einen oder anderen zu Zeiten des Buddha. Denn es ist ein Dialog ist überliefert, in dem der Schüler Ananda mit dem Buddha spricht, sind irgendwo unterwegs auf Wanderschaft, kommen in ein kleines Städtchen, das Nadika heißt. Und da fängt an, Ananda zu fragen, sagt, sag mal Buddha, hier in Nadika, hattest du doch viele Anhänger. Und der ist gestorben und jener ist gestorben. Was ist denn aus denen geworden? Und da waren Menschen, Laien und Ordinierte. Ja, und er wollte immer wissen, was ist denn aus denen nach dem Tod geworden? Und der Buddha antwortet dann, ja, das ist ein Stromeingetretener, das ist ein Einmalwiederkehrer geworden, ein Nichtwiederkehrer. Und da waren noch Heilige dabei.
Und dann sagt er, erwachte zum Schluss, aber Ananda, nicht, dass du mich das dauernd fragst, ja. Dass Menschen sterben, ist ja nur wirklich nichts Besonderes. Und wenn du bei jedem fragst, was ist aus ihm geworden, dann wäre das irgendwann auf Dauer lästig, ja. Deshalb gebe ich dir das, was ich den Spiegel der Lehre nenne, wo du dir selbst ein Bild machen kannst, ja, in eigener Prüfung, welchen inneren Status jemand in Bezug auf seine Freiheit hat. Und diese Selbstprüfung will ich jetzt mal kurz vorstellen, und zwar ein bisschen in unterschiedlichen sprachlichen Varianten, damit ihr auch seht, wie unterschiedlich das manchmal benannt wird. Da heißt es einmal, da hat jemand unerschütterliches Vertrauen bei dem Buddha, beim Sangha und bei Dhamma. Und er hat vollkommene Sittlichkeit. Das ist die eine Erklärung. Und alternativ wird gesagt, da hat jemand vollkommene Klarheit und Befriedung beim Erwachten, beim Dhamma und beim Sangha. Und er strebt Tugenden an, wie sie die Geheilten empfehlen. Ich sage es deshalb so, weil es bei den Formulierungen oft darauf ankommt, dass man genauer hinschaut, weil Formulierungen ja auch manchmal irreführend oder abschreckend sein können. Unerschütterliches Vertrauen wird gesagt, vollkommene Klarheit und Befriedung wird gesagt und begründete Zuversicht wird gesagt, immer als Ausdruck für die Orientierung auf Buddha, Dhamma und Sangha. Und dazu ein paar Worte. Unerschütterliches Vertrauen beim Erwachten, das hatten wir heute Morgen schon mal als eine Heilskraft. Das meint, dass man sich immer mal wieder auch die Bedeutung eines Buddha vor Augen führt. Seine Qualitäten, dass man die klar hat, dass man nicht nur denkt, Buddha war ein wichtiger Mann, sondern dass man die herausragenden Qualitäten hat. Und die äußern sich in einer Formel, die man im Kanon immer wieder hört. Das ist eine kurze Zusammenfassung über die Qualitäten eines Erwachten. Da ist, ihr Brüder, ein heiliger Jünger beim Erwachten mit begründeter Zuversicht ausgerüstet. So zwar, das ist der erhabene, heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandel bewährte, der Willkommene, der Weltkenner, der unvergleichliche Leiter der Menschenherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Also hier ist angedeutet in dieser gängigen Formel, was man unter einem Buddha zu verstehen hat, worin er sich von einem normalen Menschen unterscheidet. Und es beginnt damit, dass der Buddha ja ein Erwachter ist. Der Buddha heißt ja erwacht, aus dem Daseinskreislauf erwacht, wenn der normale Mensch ja munter darin weiter träumt. Dann heißt es von ihm, dass er vom Leiden völlig und immer, für immer befreit ist. Die zweite Qualität. Dass er bezüglich der Wirklichkeit und des Verhaltens, des Wissens und des Verhaltens vollkommen ist. Und dass er ein ganz wichtiger Lehrer ist, der sich an Menschen wendet, an Götter wendet. Dass er die Welt zeigt, die er selbst verstanden hat. Also er redet nicht über irgendwas, was andere ihm gesagt haben. Er redet nicht aus bloßer Tradition heraus, sondern die Daseinswirklichkeit hat er selbst erkannt. Interessant ist auch, dass er seine Schüler von Anfang bis zu Ende begleitet. Es gibt ja in der Welt viele gute Lehren, aber die setzen irgendwo an. Und die Lehren des Erwachten holen uns da ab, wo wir sind und führen uns ganz bis zum Ende. Das ist eine herausragende Eigenschaft dieses Lehrers. Und es ist die Verbindung in dieser Lehre zwischen der Erklärung von Wirklichkeit und der Anleitung, wie man die Praxis auf sich nimmt. Also Theorie und Praxis kommen da zusammen. Das zweite ist das unerschütterliche Vertrauen bzw. die vollkommene Klarheit in Bezug auf die Lehre. Deshalb lohnt es sich auch, sich mal klarzumachen, was denn die Besonderheit der buddhistischen Lehre gegenüber den Allerweltsphilosophien darstellt, die es ja sonst noch gibt. Auch da gibt es eine Formel, die man immer mal wieder lesen kann. Da ist, ihr Brüder, ein heiliger Jünger bei der Lehre mit begründeter Zuversicht ausgerüstet.
Wohl kundgetan ist vom Erhabenen die Satzung, die ersichtliche, zeitlose, anregende, einladende, den Verständigen von selbst oder bei sich selbst verständlich. Das ist die Kurzfassung. Das heißt, übersetzt, diese Lehre ist svakato. Wohl dargelegt, sagt der Übersetzer hier. Das heißt, sie ist umfassend und in einer für uns verständlichen Art und Weise formuliert. Ja, vom Inhalt und von der Art und Weise der Darstellung ist sie perfekt. Diese Lehre heißt es zweitens, sie ist sanditiko. Sie ist sichtbar. Sie beruht nicht auf Dogmen, sie ist nicht dogmatisch, sondern sie ist erfahrungsbegründet. Sie beruht auf Tatsachen. Sie ist das Abbild von der Realität selbst. Und dann ist diese Lehre akaliko. Sie ist zeitlos. Und es hat zwei Aspekte. Zeitlos einmal, da sie nicht abhängig ist von irgendwelchen historischen Umständen. Also man kann nicht sagen, der Buddha ist 2500 Jahre tot. Heute haben wir ganz andere Lebensumstände. Also kann das, was er damals gesagt hat, kann doch heute nicht mehr von Bedeutung sein. Und hier heißt es nein, diese Lehre ist akaliko, zeitlos, weil die Wahrheiten, um die es geht, existenzielle Wahrheiten sind. Die galten damals, gelten heute und werden immer gelten, wenn empfindende Wesen da sind, weil es nur die Spiegelung von Realität ist. Schön ist auch, dass diese Lehre ehipassiko ist. Nein, ich habe was vergessen. Der zweite Teil von akaliko, von zeitlos, sie wirkt nicht erst im nächsten Leben. Nicht? Man muss nicht sagen, okay, ich vertraue mal drauf, dass ich in den Himmel komme, dass irgendwann diese Früchte sich mal zeigen, sondern zeitlos heißt, dass die Lehre auch hier und jetzt wirkt. Wenn ich sie hier in diesem Leben anwende, kann ich auch jetzt schon Früchte, Veränderungen sehen. Muss nicht warten, dass ich irgendwann mal in den Himmel komme. So, und dann wollte ich sagen, diese Darlegungen des Erwachens sind ehipassiko, sie sind einladend. Da passiert keine Mission, obwohl ich gar nichts hören will und nichts lesen will, werde ich nicht zwanghaft missioniert, sondern es besteht die Einladung, wenn du dich interessierst, bitte, wenn du dich nicht interessierst, okay, schade drum, aber ja, wir werden dich nicht dafür bestrafen oder irgendwas, weil in der Sache selbst liegt ja das Urteil über die Zukunft. Upaneiko heißt es dann, sei diese Lehre, und das meint sie, ist zum Ziel führend. Das heißt, sie ist effektvoll. Das ist nicht nur eine Lehre, über die man redet und die man sich gern anhört, sondern sie hat eine bestimmte praktische Folge. Es kommt was dabei raus. Es geschieht was mit dir. Sie führt zum Ziel. Und Pachatang, das ist das letzte. Pachatang Veditabo Vinyuhi. Diese Lehre ist bei dem Verständigen bei sich selbst nachvollziehbar und erfahrbar. Also wir sind nicht angewiesen oder allein angewiesen auf Vertrauen. Der Buddha sagt das, also soll es und wird es so sein. Sondern wenn man sich auf den Weg einlässt, ja, sich auf den Weg begibt, dann wird man sehen, bei sich selbst sehen, dass das, was man vorher nur gehört hat, dass das auch der Realität entspricht. Und das dritte Kriterium ist das unerschütterliche Vertrauen bzw. die Klarheit und Befriedung bei der Gemeinschaft. Also bei dem dritten Kleinod, Buddha Dhamma Sangha, dass man merkt, in der Buddha-Sangha ist die Gemeinschaft, auf die es ankommt. Die Gemeinschaft, die Sicherheit verleiht, die das beste Feld für Übung ist, ja, die das beste Umfeld mir gibt, um auf dem eigenen Weg voranzukommen. Und da sollte man sich klar machen, dass Sangha nicht Sangha ist. Also nicht jeder buddhistische Verein ist schon Sangha. Und auch nicht mal jeder Mönchsorden ist Sangha, in dem Sinne gemeint. Ja? Sondern wozu man Zuflucht nimmt, wo man unerschütterliches Vertrauen hat, ist der Arya-Sangha. Also der Sangha der Edlen, derer, die selbst schon einen bestimmten Grad von Sicherheit erfahren haben. Weil nur dort ja wirklich die Lehre des Buddha präsent ist. Nicht in jedem, der sich Buddhist nennt, ist ja auch
der Buddha-Dhamma präsent oder die Praxis oder die Erfahrung. Und deshalb nimmt man auch zum Arya-Sangha, zum Sangha der Edlen, seine Zuflucht. Nicht der Eintritt in einen buddhistischen Verein heißt Zuflucht nehmen. Ja, nicht die Formel allein aussprechen, sondern die Hinwendung, die innere Öffnung und Hinwendung zu denen, die einen der Sicherheitsgrade erreicht haben, das ist im tieferen Sinn die Zufluchtnahme. Und Sangha, last not least, ist das beste Feld für verdienstvolles Wirken, also für eine Aktivität, von der man sicher sein kann, dass sie auch gute Früchte anstrebt. Und jetzt kommt der knifflige Punkt, der in manchen Übersetzungen vollkommene Sicherheit genannt wird. Nein, vollkommene Sittlichkeit, Vollkommenheit, was Tugend angeht. Das liest sich so: Da hat jemand Eigenschaften erworben, wie sie Heiligen lieb sind. Ungebrochen, unverletzt, ungemustert, ungesprenkelt. Aus freiem Entschlusse, als von Verständigen gepriesen, nicht angetastet, zur Vertiefung tauglich. Um euch andere Varianten noch zu nennen. Da ist von vollkommener Sittlichkeit die Rede. Da ist die Rede, dass jemand Tugenden anstrebt, wie sie den Geheilten empfehlen. Oder Tugenden, wie sie den Edlen lieb sind, folgt jemand nach. Oder jemand erwirbt Eigenschaften, wie sie Heiligen lieb sind. Das hatte ich schon oben genannt. Das gelingt und klingt erst einmal nach einem perfekten Menschen. Ja, also da ist makellos. Das ist völlig Heiligkeit perfekt. Das Ergebnis ist, dass man leicht frustriert ist, wenn man das hört, weil man vergleicht man ja mit sich selbst, mit seinen eigenen Verhaltensweisen und Einstellungen und kommt zu dem Ergebnis, ich niemals. Nicht in diesem Leben und auch nicht im nächsten, ob überhaupt, völlig fraglos. Ja, das ist ein bisschen die Klippe, die in dieser Sache drinsteht. Aber um gleich eine kleine Entwarnung auch zu geben, hier muss man eine wichtige Unterscheidung treffen zwischen dem, was in Bezug auf ethisches Verhalten der gültige und richtige Maßstab ist, das Wissen, um was es geht, und dem, was schon oder noch vorhandene Alltagspraxis angeht. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe vorhin schon gesagt, dass in der Alltagspraxis ein Strom eingetretener durchaus noch unmoralisch handeln kann. Im nahen und wirklichen Sinne kann er unmoralisch handeln, weil die negativen Kräfte wie Begehren und Ablehnung, Zorn und Gier ja noch in ihm vorhanden sind. Sogar grobe Schnitzer können ihm noch oder eher noch passieren. Ich sagte, glaube ich, vorhin, dass auch jemand noch in bestimmten Lebenssituationen jemanden umbringen kann. Nur die 5 schwersten Formen von unethischem Verhandeln sind ausgeschlossen. Aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt, selbst wenn jemand sowas noch tut oder dazu noch fähig ist als Sotapan, er in seinem konkreten Handeln nicht perfekt ist, muss doch die Klarheit in Bezug auf die ethischen Maßstäbe vorhanden sein. Auf Deutsch, der Kopf muss immer sagen, das ist richtig, das ist falsch. Das ist Sila und das ist das Übertreten von Sila. Er muss diese Klarheit haben in Bezug auf seine Orientierung, auch wenn er sie im Alltag noch nicht selbst umsetzen kann. Und jetzt zeigt sich daran, dass man irgendwelche Ausreden erfindet. Ja, unter bestimmten Situationen könnte das doch vielleicht doch erlaubt sein. Dass man bestimmte Verhaltensweisen einfach rationalisiert, dass man versucht, die ethischen Regeln ein bisschen zu verbiegen oder hinzubiegen, dass sie nun doch passen. Also, dass man sie so macht, dass sie das eigene schlechte Handeln rechtfertigen. Also keine Ausreden, sondern erkennen, ja, da ging es schief und auch merken, wenn es schief geht und diesen Maßstab, das sage ich nochmal, den Maßstab klar halten und den nicht irgendwie unter die Räder kommen zu lassen. Interessant ist auch, dass die Übertretungen schmerzlich empfunden werden.
Ja, also da hat man einen Maßstab, wenn man etwas gemacht hat, wovon der Geist sagt, das war nicht in Ordnung, dass das der erste Einspruch ist, aber es war nicht okay. Und dass auf der emotionalen Seite, auf der Gemütsseite es irgendwo piekst. Ja, man nicht einfach so locker drüber gehen kann, sondern das mehr oder weniger wehtut. Das war nichts, so ungefähr. Ja, also da meldet sich schon eine innere Stimme, woran man merkt, dass diese Maßstäbe irgendwo auch schon angewachsen sind. Sie sind nicht nur intellektuelles Wissen, sondern es stimmt uns so, dass wir eine Identifikation mit den Dingen haben. Und dann, wenn wir das übertreten, dass es dann ein bisschen wehtut. Und den letzten Punkt, zwei Punkte noch in einem Satz zusammengefasst. Von den Sotapans wird gesagt, dass sie unfähig sind, etwas zu verheimlichen, was nicht in Ordnung war. Ja, also wenn du gefragt wirst, und hast du mich angelogen gestern, dann kann es sein, dass man jemanden angelogen hat aus irgendwelchen Gründen, aber man kann dann nicht mehr sagen, nö, ich nicht. Ja, also da ist da schon so viel Widerstand aufgebaut, dass man sagen kann, tut mir leid. Ja, war so, aber tut mir leid, ist so gewesen. Und der letzte Aspekt, man muss erkennen, welche Bedeutung die Silas haben. Ja, in Bezug auf den gesamten spirituellen Weg. Man muss die Wichtigkeit erkennen, man muss wissen, ohne ethische Kompetenz, ohne Übung in diesem Bereich, ist das Ufer nicht zu erreichen. Aber man muss auch wissen, dass nur ethisches Verhalten allein auch nicht ausreicht, um dieses Ufer zu erreichen, also Sicherheit zu gewinnen. Die buddhistische Praxis hat ja diese drei Schritte, Sila, Samadhi, Panya, also Sila, ethisches Handeln, Samadhi, Geistestraining, Sammlung, Beruhigung und Panya, Weisheit. Und Sila, dieses ethische Training, ist ein notwendiger Baustein, aber eben nicht der entscheidende oder nicht der alleinige Baustein, der uns hilft. Also die Welt verbessern zu wollen, reicht nicht aus. Und das heißt in den Lehrreden, dass Sila zu Samadhi hinführen. Sila haben, wenn ihr so wollt, eine doppelte Funktion. Sie befrieden das menschliche Miteinander, schaffen da sozusagen im äußeren Harmonie, aber sie haben den sekundären Effekt, dass sie damit auch die innere Harmonie herstellen, also eine geistige, psychische Stille und Ruhe herbeiführen, die dann notwendig ist, um mit geistiger Klarheit die Wirklichkeit zu durchdringen. Ich mache einen Punkt an der Stelle. Das waren jetzt im Schnelldurchgang ein paar von den Eigenschaften, die einen normalen Menschen vom Sotapan oder einen Sotapan von einem normalen Menschen unterscheiden.